Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Leonie und heute geht es um 3 Übungen, die ich nicht mehr mache. Warum? Das klären wir jetzt. Let's go. Übung Nummer 1 und zwar Kreuzheben. Kreuzheben habe ich jetzt bestimmt seit 1,5 bis 2 Jahren vielleicht gar nicht mehr gemacht. Früher war es eine meiner absoluten Lieblingsübungen und ich führe sie auch jetzt, ja, sag ich mal, noch gerne aus. Mit Sicherheit würde ich sie denn ausführen. Es gibt aber, ja, viele Gründe dafür, dass ich Kreuzheben nicht mehr mache und zwar folgende. Kreuzheben ist eine Übung, die sehr viele unterschiedliche Muskelpartien beansprucht. Das heißt, nur mal kurz so zur Basic-Ausführung nochmal, hier seht ihr, wie man es ausführt. Kreuzheben ist eine Übung, bei der man ja aus der halben Hocke sozusagen startet. Die Langhantel liegt mit Gewichtsscheiben auf dem Boden, ungefähr auf Schienbeinhöhe und man zieht dann eben mit einer relativ starken Kniebeugung und auch einer starken Hüftbeugung das Gewicht nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben und wieder nach unten. Genau. Dass man aber diese relativ starke Kniebeugung zum Beispiel hat, führt zum Beispiel dazu, dass sehr viel Quadrizeps mit involviert ist. Aber nicht nur der Quadrizeps arbeitet hier sehr viel, sondern auch der Hamstring, also der Beinbeuger. Und auch der Gluteus durch die starke Hüftbeugung. Und auch der untere Rücken, also die Erektoren. Und natürlich auch der obere Rücken als statische, ja, arbeitende Muskulatur. Das heißt, wie ihr seht, hier sind, ja, gefühlt Muskelgruppen aus dem ganzen Körper dran beteiligt. Und dementsprechend ist es eine Übung, die halt sehr belastend ist für die Gesamtmuskulatur, auch für das zentrale Nervensystem, weil es halt, ja, normalerweise eine Übung ist, die man auch sehr schwer und konzentriert ausführen muss. Und genau deswegen eignet sich das halt eher nicht für Bodybuilding, sondern eben eher für den, ja, kraftfokussierten Sport, beziehungsweise Sport, der sich darauf fokussiert, Kraftsteigerung zu erzielen, also zum Beispiel Powerlifting oder eben einfach auch für Anfänger, die sich zum Beispiel daran gewöhnen wollen, den Rücken gerade zu halten etc. Deswegen habe ich Kreuzheben dann rausgenommen, weil es mir persönlich halt einfach kein Wachstum mehr gegeben hat, weil es eine zu sehr ganzkörperfokussierte Übung war. Geswitcht bin ich dann auf rumänisches Kreuzheben. Rumänisches Kreuzheben ist im Prinzip nichts anderes als Kreuzheben mit etwas gestreckteren Beinen. Außerdem legt man dabei die Hantel am Anfang der Bewegung erstmal auf eine Ablage ab, also in einem Rack, und startet nicht aus der untersten Position und man legt auch normalerweise nicht die Hantel unten auf den Boden ab, weil die Range of Motion das gar nicht zulässt, hat man seine Beine eben sehr stark gestreckt. Rumänisches Kreuzheben geht halt viel mehr auf die Hamstrings und auf den Po, dadurch, dass diese Kniebeugung rausgenommen wird und der Quadrizeps nicht mehr so viel mithelfen kann und es dementsprechend bei meinem Beinrückseite fokussierten Leg Day auf jeden Fall immer ein Staple Movement, also ein Muss, was in meinem Training dabei sein muss. Übung Nummer 2 und zwar hintere Schulter trainieren an der hinteren Schultermaschine. Ihr wisst, welche Maschine ich meine, richtig? Da sitzt man so dran, im Prinzip als würde man Flies machen, nur geht es eben in die andere Richtung und man drückt halt sozusagen mit den Armen nach hinten und das auf einer, ja, waagerechten Linie, sodass halt zwischen Oberkörper und Oberarm ungefähr ein rechter Winkel besteht. Das Problem ist hier aber, wir arbeiten nicht in Richtung der Muskelfasern. Um einen Muskel besonders effizient zu trainieren, sollte man ihn eben immer in dieser Richtung, also wie die Muskelfasern verlaufen, trainieren, damit er eben so kurz wie möglich und auch wieder so lang wie möglich gemacht werden kann. Nun ist es bei dieser Maschine so, dass wir halt nicht in diese Faserrichtung arbeiten. Denn ähnlich wie bei der vorderen Schulter, die halt hier entlang läuft, ist es bei der hinteren Schulter auch so, dass sie in etwa in einem 45-Grad-Winkel vom Schultergelenk aus nach unten verläuft und eben nicht so in einem 90-Grad-Winkel. Sprich, wenn wir jetzt die hintere Schultermaschine benutzen, dann arbeiten wir höchstwahrscheinlich nicht primär aus der hinteren Schulter, denn die würde ja so am meisten arbeiten, sondern eben auch zum Beispiel viel mit den Traps oder mit den Rhomboiden mit, also die mittlere Rückenmuskulatur. Und das ist natürlich ungünstig, denn hintere Schulter zu trainieren sollte eigentlich mit Isolationsübungen gemacht werden, zumindest wenn man sie halt, ja, separat von anderen Grundübungen trainieren möchte. Was habe ich also für einen Switch vorgenommen? Ich trainiere jetzt hintere Schulter natürlich erstens mit Ruderübungen, wo ich ungefähr einen 45-Grad-Winkel zu meinem Oberkörper herstellen kann. Also ja, alle möglichen Rudervarianten, mit denen ich zum Beispiel auch versuche, meinen mittleren Rücken zu treffen. Da arbeitet sie natürlich sekundär mit. Aber auch zum Beispiel auf einer Bank liegend, also mit dem Bauch auf einer schrägen Bank liegend, mit Kurzhanteln einfach in einem 45-Grad-Winkel meine Arme nach hinten bewegen, ohne dass ich die Schulterblätter zu sehr auseinander und zusammen bewege, denn das wiederum würde dazu führen, dass ich halt die obere Rückenmuskulatur wieder mitbenutze. Also mein Tipp an der Stelle, switch lieber zu einer Alternative, um deine hintere Schulter richtig zu trainieren. Und Übung Nummer 3, es ist noch eine Booty-Übung, und zwar Kickbacks in der Waagerechte. Ich weiß auch ganz genau, wo ich das her habe. Kickbacks in der Waagerechte führt man halt einfach auf einer Bank aus. Also man hat eine Bank, die stellt man vor einen Kabelzug. Dann kniet man sich da so halb drauf, also auf alle Viere. Ein Bein hängt runter und das hängt dann eben in einer Knöchelmanschette, die wiederum am Kabelzug befestigt ist. Dann kickt man halt nach hinten und ja, versucht halt seine Hüfte dabei zu strecken und eben den Po zu benutzen, um das Bein nach hinten zu führen. Ich habe das Ganze aus Brasilien. Ich habe in Brasilien so richtig mit dem Kraftsport angefangen und da, ja, es geht ja so, diese Vorstellung davon, dass alle Frauen in Brasilien einen großen Po haben, ist nicht so, aber es gibt eben sehr viele trainierte Frauen.
Und die haben dann eben auch meistens einen großen Po. Und die claimen, also sagen aus, dass es halt von dieser Übung kommt. Und machen das halt immer auf allen Vieren auf dieser Bank. Nur das ist halt so, dass es auch nicht die optimale Bewegungsausführung ist. Denn dort können wir keine Hyperextension der Hüfte erreichen. Also keine Überstreckung der Hüfte, was eigentlich nötig ist, um den Po halt maximal arbeiten zu lassen. Stellt euch vor, die Überstreckung der Hüfte ist nichts anderes, als wenn ihr gerade steht und dann das Bein nach hinten bewegt, also nach hinten kickt sozusagen. Dafür ist der Gluteus verantwortlich und das sollte man dann eben natürlich auch machen, um ihn maximal zu belasten und eben auch die größte Range of Motion und die effektivste Range of Motion zu nutzen. Nun ist es aber so, wenn wir das Ganze in der Waagerechte machen und dann nach hinten kicken, dann führen wir die Übung meistens nur in so einem Winkel sozusagen aus, dass wir uns dann auch in einer geraden Linie mit unserem Bein befinden. Bedeutet, im Prinzip machen wir nichts anderes als in der Waagerechte zu stehen. Versteht ihr, was ich meine? Also das Bein bewegt sich nicht hinter den Körper, wir haben keine Hyperextension in der Hüfte und dementsprechend benutzen wir unseren Po auch nicht so effektiv, wie wir es eigentlich könnten. Alternative dazu, einfach hinstellen und die Kickbacks einfach im Stehen machen. Also stellt euch vor den Kabelzug, durch die Manschette und Fuß, also genau das gleiche Spiel, nur dass ihr dann halt aufrecht steht und wirklich versucht, mit dem Bein nach hinten zu kicken. Aber dann natürlich auch aufpassen, nicht den unteren Rücken zu sehr überstrecken und trotzdem noch stabil bleiben im Oberkörper und auch in der Hüfte, damit ihr halt hauptsächlich aus dem Po arbeitet. Tja Leute, das war es eigentlich schon mit meinen 3 Übungen, die ich geswitcht habe durch Alternativen bzw. komplett aus meinem Trainingsplan herausgenommen habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Ansonsten noch eine wichtige Sache. Schaut gerne mal bei dem Link in der Videobeschreibung dabei vorbei, denn da findet ihr mega geile Produkte wie zum Beispiel das No Whey Banana Bread. Momentan mein absolutes Lieblingsveganes Proteinpulver. Kein Tierleid wird dadurch verursacht. Es ist komplett klimaneutral, was ich wirklich unglaublich toll finde, also trinken ohne schlechtes Gewissen und dabei noch seine Proteine decken und das dazu noch mega lecker sättigend. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei, da findet ihr so nice Produkte wie zum Beispiel das No Whey Banana Bread. Ansonsten Leute, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da oder auch gerne ein Abo, damit ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.